Und noch ein mega hammer interessantes Server. Let's Play oder Let's Show, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Minenarbeit.de ist auf jeden Fall angesagt. Ich bin hier auf dem Multiplayer-Server von uns. Mitten in der Nacht, am Wochenende. Es ist ja jetzt Ruhe eingekehrt. Ihr habt gesehen, ich habe mit Seifenblase beim letzten Mal unten in einem an einem Shop gearbeitet. Den möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen, denn ich glaube, diese ganze Passage da unten ist unheimlich schön geworden. Das muss man jetzt hier unten. Ja, genau. Da steht noch eine Kiste von uns. Sie wird später natürlich nicht mehr da sein. So, ihr seht schon, das ist so eine Art Promenade hier. Und hier haben wir unseren unheimlich schrillen Shop gebaut, in dem es dann später einmal farbige Wolle zu kaufen gibt, da das irgendwie unheimlich viele brauchen. Wir wollen natürlich auch, dass die Leute auch jetzt nicht nur alles Cobblestone und hier Schönstein verwenden, ne? Sondern vielleicht auch mal Farbe ins Spiel bringen. Dafür ist die Wolle ja eigentlich gedacht. Ich bin ein bisschen traurig natürlich, dass ich jetzt hier auf dem Server natürlich auch nur mit der normalen Wolle bauen kann und nicht mehr mit meinem Extra-Pack, ne? Minenarbeit.de/tp, wer sich für mein Texture-Pack interessiert. Ja, das ist natürlich nicht so gut, denn wenn ich dann hier irgendwelche Sachen hinstelle, dann so die durch mein Texture Pack praktisch simuliert werden, ja, dann verstehen das andere Spieler nicht, die das Texture Pack nicht installiert haben. Deswegen benutze ich auch hier auf dem Server halt nur mein normales Texture Pack mit der normalen farbigen Wolle. So, achso, dann gehen wir mal eben gegenüber gucken. Dann seht ihr, was ich hier vorhabe. Und zwar habe ich so eine Vision. Ich habe immer so Visionen. Ich wurde letztens angesprochen von einem Besucher. Hier, boah, wie baust du so? Machst du hier so? Hast du so noch? Gehst du so nach Plan vor, wie misst das aus und guckst du dann irgendwie, ne, dass du Stein für Stein dann da hinsetzt? Nee, das mache ich nicht. Ich habe Visionen. Ne? Ausmessen ist eh überhaupt nicht mein Ding. Ne? Das finde ich lästig und da kommen auch immer die gleichen Sachen bei raus. Ne? Und brauche ihn hier nochmal in Wiesenfels. Ach so, aber er meint nicht mich. Okay. Kommen, er wohnt in der Gegend hier, ne, von Wiesenfels. Nein, ich habe Visionen immer und danach baue ich dann einfach und je nachdem, was das Gelände so hergibt. Zum Beispiel habe ich hier diesen Platz vor einigen Tagen so gebaut. Das könnte man so vielleicht als Versammlungsort später mal benutzen. Da könnte ich dann alle Leute hierher rufen und sagen, so, ne, ich verteile jetzt Süßigkeiten oder sowas, ne. Und dann habe ich dann da unten so ein Haus hingebaut und das hatte so ein normales Flachdach auch mit solchen Seiten, hier so Ecken dran. Und als ich dann mich schlafen legte, träumte ich von Minecraft und dass dieses Haus so ein lustiges, ja, so ein Giebeldach oder Stufendach haben würde. Ne? Ja, und dann habe ich das einfach hier mit Hilfe von dem Kommen und der Seifenblase dahingestellt, mit diesem, also das Dach nochmal geändert, so wie es ungefähr in meinem Traum aussah. Das finde ich irgendwie ziemlich lustig. Nicht so lustig, ist jetzt, dass es regnet. Aber ist eigentlich auch egal. Krawum. So gehe ich jedenfalls vor, meistens. Und dann habe ich mich hier hingestellt und habe dann so auf diese Ecke geguckt. Da ist mein altes Ausgangstor Richtung Memphis gewesen. Das eigentliche Tor ist eigentlich da oben, hier. Das war hier schon alles Außenbereich, wo wir hier sind. Also alle voll, das war alles so grüner Hang immer, ne? Und da habe ich jetzt gedacht, da müsste doch irgendwie so ein Eckhaus hin. So richtig schön, das soll so richtig imposant aussehen. Genau auf diese Ecke und auch hoch, so wie diese Säule da, das richtig Eindruck schindet. Das sehe ich dann so. Warte mal, bis der Donner vorbei ist. Das sehe ich dann von meinem geistigen Auge. Und demnach baue ich dann da drüben einfach mal los. Und ich skizziere das dann meistens auch erst mit
mit irgendwie einem Rohstoff, den man einfach immer wieder, also hier so Koppelstein, das ist ja kein Problem, den kriegt man ja dann immer, habe ich sowieso in rauen Massen. So dass ich mir einfach erstmal die Form hinstelle, damit ich mal sehe, wo passen denn noch Etagen hin. Wo wäre denn hier zum Beispiel eine Etage hier? Das wäre Decke und Fußboden. Ja, also genau die Höhe von dieser Außensäule. Da komme ich sogar noch hin. Hier hört eine Wand auf. Ich glaube, das ist aber nicht gut. Das trifft sich hier dann so komisch mit dem... Ich gucke hier mal. Obwohl, nee, es ist hier vielleicht noch genau die Wand. Nee, das ist die Wand. Okay. Ich muss aufpassen, hier liefen immer so Creeper durch die Gegend. Die könnten mich theoretisch verletzen. Es ist ein Höllenlärm jetzt hier gerade. Ne? Also ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt noch verstehen. Also so jetzt so rein akustisch, ne? Ob ihr mich jetzt sinngemäß versteht, das weiß ich ja nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, ich werde nicht verstanden. So. Aber das soll uns jetzt ja nicht, das soll uns ja jetzt nicht egal sein. Machen wir hier mal weiter und so. Ja, genau, so sollte ich jetzt diese eine Wand dann jetzt auch hier hinkommen. Einfach mal sowas hinklatschen, so ein bisschen. So baue ich meine Gegenden. Und ich freue mich auch hier auf dem Server immer, wenn Leute mal so kommen und die bauen so ein bisschen was anderes als ja, alle anderen. Ne? So ein eckiges Lehmhaus oder Blockhaus, ne? Obwohl, ich will da jetzt nicht irgendwie was sagen, weil irgendwie geben sich schon die meisten jedenfalls viel Mühe. Ist ganz klar, ein paar Leute haben nicht so viele Ideen, andere haben ein bisschen mehr Ideen und geben sich ein bisschen mehr Mühe. Man erkennt da schon gewisse Unterschiede und ich freue mich halt immer darüber, wenn halt Leute wirklich ein bisschen was, ja, Originelleres einfach mal machen. Das ist immer sehr schön. Ja, guck, jetzt haben wir hier schon den Rahmen, eigentlich denn noch Koppelstein dabei. Ja, guck, ein ganzes Stack. Können wir ja hier nochmal eben so ein bisschen, dann könnte ich ja wenigstens langlaufen. So, könnt auch nochmal gucken, ne, dieser ganze Bereich, hier seht ihr so eine Mauer, das soll alles Stadt werden. Ja, das war alles früher gar, da war keine Mauer. Da gab es nur diesen Weg zum Hafen. Der führte hier hoch, da unter uns ist so ein Tunnel. Dadurch, da hoch und zickzack und bis nach da. Ne? Da war da das Tor. Hier vorne. Da die Hauptburg. Ne? Da, dieser Hauptbereich da oben, den möchte ich dann nur noch... Ja, da möchte ich jetzt dann nur noch so Fürstenbereich machen. Der wird dann eher abgeschlossen. Da gibt es dann so Öffnungszeiten. Da möchte ich dann meine Ruhe haben. Der wird natürlich dann entsprechend auch nochmal ein bisschen aufgerüstet. Ne? Der ist jetzt sehr ritterlich, grob. Und ich möchte ihn dann doch ein bisschen noch verschönern. Ist auch wichtig, dass man hier auch so ein paar Langzeitprojekte hat. Und auch mal immer so Projekte, wo andere dann auch nochmal ein bisschen was zu tun haben. Kommt hier immer mal einer vorbei und fragt, dann kann ich hier noch was machen oder so, ne? Oder was erledigen. Ist gar nicht uninteressant, wenn ich das jetzt hier mal so, das ist ja der Fußboden, kann man direkt mal so machen, dann sieht man direkt, dass das irgendwie Fußboden und Decke irgendwie darstellen soll. Also ganz possierlich irgendwie. So, das fällt mir natürlich ein. Ah, bin ja gut ausgestattet hier. Kein Problem. Ist ja alles da. Ne? So. Schöner Baum. Vielleicht kann man den auch noch irgendwie ein bisschen mit einbeziehen. Bevor ich so einen Baum dann, der da so im Weg steht, dann abreiße, dann sage ich mir auch mal, ja, vielleicht, komm, lass erstmal stehen. Das stört mich ja im Moment nicht. Ne? Vielleicht ist das hinterher schön, wenn man da so ein, was weiß ich, ein Fenster hat, da ist ein Grün davor. Ne? Solange da keine Monster und Viecher durchkommen, kann es der Sache doch noch das richtige ein bisschen so hier Salz und Pfeffer in die Suppe streuen. Oh Leute, ich muss gerade mal ein bisschen gähnen. Tut mir leid. Es ist einfach, man kann aber auch nicht gut aufhören jetzt. Ne? Vor allem jetzt hat man endlich mal Ruhe, dass man wirklich mal so ein bisschen noch mal filmen kann in aller Ruhe. Am Tag über ist das überhaupt nicht möglich. Ey. Das ist eine völlig lustige neue Erfahrung für mich.
ich weiß nicht, vielleicht bin ich da nicht cool genug, vielleicht gebe ich mir zu viel Mühe, es allen recht zu machen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall wundere ich mich immer. Lasse ich mich immer sehr schnell ablenken. Hier stimmt aber irgendwas nicht. Ach, guck mal hier. Ja. Ach, sicher. Ich habe ja jetzt da die Säule. Da wollte ich nur die Höhe von nehmen. Und nicht die ganze Säule. Die hat damit eigentlich nichts zu tun. Obwohl ich das jetzt so lasse. Das ist auch wieder. Ich habe einen Fehler gemacht, ne? Aber, probier erstmal diesen Fehler dann zu lassen. Und daraus dann irgendwie weiterzumachen, dann erkenne ich nämlich schnell, dass wenn jetzt da die Hauptwand ist, ne, dass das im Gebäude doch jetzt hier dieser Vorderbereich, der hat jetzt doch nochmal so ein eigenes Ding bekommen irgendwie, ne, und das hätte er vorher nicht gehabt, wenn ich diesen Fehler nicht gemacht hätte, ne, also weiß ich nicht, auch ich vielleicht mit der Hacke wieder rein. Wow, ist das hoch. Ich gucke auch nochmal als von der Entfernung, wie es aussieht. So. Ja, genau. Dann, ne, ist da noch so hoch. Das wird schon gut. Da muss man noch die Etagen aufteilen, dass man guckt. Da wäre vielleicht wieder eine. Da muss dann natürlich noch ordentlich viel Erde weggeschlagen werden. Und das ist es nämlich. Was eine gute, ja, jetzt sage ich mal, eigentlich sage ich ja immer Ritterburg, aber das ist ja eigentlich jetzt schon stadtartig alles hier, ne? Ich hau jetzt hier mal alles, was ich hier so hab, weg. Ach, einen Augenblick mal eben. Nase wieder halbwegs frei. Und, ja, wo war ich denn stehen? Hier so Burgen und so, ne? Die baut man oft gar nicht. Hat man ja nicht gebaut eigentlich nach Schönheit und also ursprünglich, ne, sondern eher nach strategischem Standpunkt. Ich gehe mal Koppelstein holen. Ja, also da war dann die Schönheit und Form von so einer Burg eigentlich eher zweitrangig. Das, ja, so eine richtige Trutzburg oder was weiß ich, ne, die hatte, die wurde dahin gebaut, wo es wirklich Sinn machte, strategisch günstig war, um das Land zu verteidigen oder wie, ne. Und das war ganz klar, also, da hatte man halt eben ein bestimmtes Land und da musste man dann wohl oder übelst irgendwie eine Burg drauf bauen, ne. Das ist ja auch völlig unglaublich, wo die früher so Burgen hingebaut haben, ne? Also gerade hier in Europa, Deutschland, und da gibt es ja Burgen. Ich baue hier schon wieder völlig schief, ne? Aber das macht jetzt nichts. Ah, das kommt ja von der Höhe schon mal nicht aus, sehe ich jetzt gerade. Ja gut. Gut, dann weiß ich, das muss dann nach oben noch höher, der Turm, das stört mich nicht. Das lasse ich da auch mal stehen. Vielleicht kann man da eine Terrasse hinterher hinbauen oder sowas. Das ist mal erstmal so. Ja, jetzt wollte ich euch gerade noch was von Burgen erzählen. Ne? Das ist eigentlich das Wichtigste gesagt. Die haben die auch an alle möglichen und unmöglichen Ecken hingebaut. Und dementsprechend lustig und verwinkelt sind die Burgen dann geworden. Ich glaube, es will mich ein Zombie hier irgendwie. Wo hau ich denn eigentlich immer wieder auf die Tasten? Ja. Irgendwo schwirrt hier ein Zombie rum, der mich hier ärgern will. Na, wo bist du denn? Zeig dich oder sei ruhig. Ach, der steht da hinten am Fenster, ne? Ja, guck mal hier.